Dim, 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 dim. So, ladies and gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir sind wieder mal in den News. Und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen sehr stark auf das Gameplay konzentriert, aber ich bin jetzt mit meinen entsprechenden Quests hier ziemlich durch. Und wir werden dann wieder jetzt in den nächsten 3-4 Wochen verstärkt auf die Nachrichten gehen. Was läuft hier eigentlich alles so ab in Disney Dreamlight Valley? Ich selber habe jetzt hier nur noch einen Wettbewerb in Sachen Spaß und einen Brief an Antonio. Also auf gut Deutsch, ich bin fast durch. Vom Event her selbst hier von den Aufgaben von Stein im Pfad bin ich so beim Drittel durch. Da werde ich nochmal einen Tag sehr viel streamen und möglichst viel machen. Und ihr seht schon, ich bin ohne meinem Lieblingscharakter hier unterwegs, Wall-E. Und da möchte ich auch gleich das erste Thema ansprechen. Wir werden von einer relativ großen Anzahl von Bugs hier von Gameloft belästigt. Die kriegen einfach das Spiel nicht mehr in den Griff. Und ich zeige euch das jetzt mal hier. Und zwar hat das alles mit diesem Cupcake-Quest zu tun. Der Cupcake-Quest, habt ihr ja gesehen, den habe ich nicht mehr in meinen Aufgaben drin, weil ich die Cupcakes alle schön verteilt habe. Ich habe hier die ersten drei Belohnungen hier bekommen. Einmal den Drachen, dann einmal diesen Mickey-Maus-Popcorn-Behälter und einmal diesen sehr, sehr schönen Popcorn-Behälter von Winnie Pooh. Allerdings alles sehr, sehr, sehr klein. Ich hätte mir das ein bisschen größer vorgestellt. Die anderen zwei habe ich dann hier hergestellt. Das ist einmal die Kutsche, die auch sehr klein ist. Ich hätte mir das viel, viel größer vorgestellt. Und kann man nichts machen. So, machen wir es wieder zu. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Das Spiel erkennt jetzt nicht, dass ich schon fertig bin und bietet mir jetzt diesen Quest immer weiter an. Und das hat natürlich Auswirkungen. Zum Beispiel hier bei Mickey, obwohl ich ja schon fertig bin, hast du mal kurz Zeit? Hallo, du. Bietet er mir den Quest an. Ich bin so glücklich, dass ich in das Dorf, möchte das Dorf verwöhnen. Bringst du sie bitte den Dorfbewohnern? Bis ganz bald. Ihr merkt auch, es kommt dieses Symbol nicht, also diese Melodie, dass du jetzt einen Quest hast und der ist auch nicht drin. Und bei Dagobert ist jetzt das Problem, so war es wenigstens gestern. Wir gucken mal rein. Ich konnte ihn gestern nicht mehr ansprechen. Ich wollte was kaufen, aber das geht nicht. Denn auch hier kommt jetzt das Zeichen. Einen schönen Tag noch. Hi. Nämlich immer noch der Quest, obwohl der Quest erledigt ist. So, hier. Und trödel nicht. Es gibt Dreamlight Park Fest Freude zu verbreiten. Freundlichen Dank. Und ihr seht, der Quest wird auch nicht angenommen und ich kann nichts kaufen. Also ich finde das unglaublich, was sich da Gameloft momentan leistet. Unglaublich. Und das Problem ist, ich kann natürlich jetzt auch Wall-E, der ja auch in diesen Quest mit integriert war. Wall-E. Siehst du, ich muss das hier jetzt durchklicken. Cake-Papier hoch, wie niedlich. Also ich soll ein paar Cupcakes, also Muffins kochen. Aber ich kann nicht mit ihm sprechen und damit kann ich ihn auch nicht als Begleiter auswählen. Das ist richtig bad. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stinksauer, dass es Gameloft nicht schafft, hier Ruhe ins Spiel zu bringen und vor allem endlich die Arbeit zu machen und die ganzen Bugs zu beseitigen. Und wir gehen jetzt mal auf entsprechende Informationen auf Twitter X. So, wir sind jetzt hier auf Twitter X. Bitte nicht erschrecken, weil hier alles so schwarz ist. Ich kann das nicht ändern. Elon Musk hat das so gewollt und ich kann das nicht ändern, dass ich es wieder auf hell mache. Das Problem ist, ich habe ein bisschen mit dem Lesen Probleme, mit den Augen Probleme. Und wenn das alles schwarz ist, dann tut mir das noch mehr weh. Das heißt, ich kann das noch schlechter entziffern. Darum habe ich immer alles auf hell, aber ich kann es nicht ändern. Also, dass ihr da nicht erschreckt. Aber das ist leider so.
aufgezwungen worden von Elon Musk. Vielleicht kann man es irgendwann mal lösen. Es ging mal über Einstellungen, aber das habe ich nicht gefunden, dass man es ändern kann. Wir sind ja auf Disney Dreamlight Valley und auf Disney Dreamlight Valley haben wir zum einmal die neuen Informationen der Community Challenge. Da können wir mal reingehen. 2 geschafft, 3 noch vor dir. Dank deiner schnellen Kameraarbeit hast du das Monument Masterziel für die Dreamlight Parks und so weiter erreicht. Wir gucken mal rein. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, diese Community Challenge sind freiwillig. Und das muss nicht einer machen, sondern das soll die gesamte Community machen. In World of Warcraft gab es öfter sogenannte Gemeinschaftsherausforderungen, Community Challenges. Und wir haben hier eben gewisse Dinge, die Disney Dreamlight Valley oder Gameloft hier vorschlagen. Und wenn das erfüllt ist, dann bekommen wir automatisch entsprechende Geschenke im Briefkasten eingebucht. Und eins der ersten Dinge, das war, 500 Fotos mit der Partnerstatue sollen in den öffentlichen Medien verbreitet werden. Ja, es ist ja so, dass eben nicht sehr viele aktiv sind in den Social Medien und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Außerdem gab es jetzt keinen Hashtag, der vorgegeben worden war. Das heißt, man konnte das schlecht tracken. Das ist also eher, ich denke mal, geschätzt worden. Und diesen Quest, den haben wir hier jetzt erreicht. Und da bekommen wir dann eben automatisch entsprechende Geschenke eingebucht. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Wir hatten hier ja schon, mal eine Meldung am 18.05. Das ist jetzt 7 Tage, eine Woche her. Und da steht jetzt hier in Rekordzeit, wurde eben der Recycling Champion Goal erreicht. Jetzt wird es hier leider nicht übersetzt. Doch, da haben wir es. Und das heißt, wir haben das hier mit dem Abfalleimer bereits erreicht. Das heißt, der erste Community-Change-Punkt wurde erreicht. Und jetzt haben wir eben auch diese 500 Fotos erreicht. Ihr müsst da nichts machen. Wer keine Fotos machen konnte, ist auch okay. Und auch hier die anderen Aufgaben, wer da nicht mitmachen kann, dann ist das auch okay. Denn das wird mit der Zeit dann einfach erreicht und dann bekommen wir diese Geschenke gut geschrieben. Und wir können auch mal, oh, jetzt regnet es aber gescheit hier, wow. So, jetzt können wir mal hier reingehen, mal gucken, ob das mit der Challenge zu tun hat. Nein, an alle meine Gehilfen. An alle meine Gehilfen. Nils, ich schreibe dir, um ein paar Materialien zu schicken. Du musst eine Kiste bauen, auf die ich klettern kann, damit ich meine Bewunderer empfangen kann. Stell sie in der Nähe vom Land der Uralten auf. Oder auch nicht, es ist mir egal, die Leute lieben es sowieso, mir zuzuhören. Das machen wir. Das machen wir. So, jetzt gucken wir mal rein. Monumentaler Meister haben wir bekommen. Als Teil unseres Sternenpfads des Disney Parks fordern wir alle Teilbewohner heraus, ihre eigenen Dreamlight Parks zu bauen. Okay, da haben wir 20 Barren bekommen. Okay. Scheint aber jetzt nichts. Das ist die Belohnung. Das war anscheinend die Belohnung. Ah ja, genau, monumentale Meister. Also wir haben hier ein bisschen Barren bekommen, ein bisschen hier Holz und ein bisschen Lehm. Dankeschön, das ist in Ordnung. Und wir gehen mal weiter in die entsprechenden Informationen hier auf Twitter X. Gucken mal, was da sonst noch so drin steht. Ja, es ist ein bisschen einsam ohne meinen Wally hier. Und ich denke mal, das wird noch ziemlich lange dauern, bis der Quest mit diesen Cupcakes beendet ist. Das müsste, glaube ich, der 5.6.2024 sein. Also da haben wir noch 1,5 Wochen und ich hoffe, dass dann der Quest dann auch beendet ist und dann kann ich wieder mit Wally und auch mit Dagobert reden, weil ich will ja was kaufen bei Dagobert. Das geht momentan auch nicht. Wir schauen mal weiter auf Twitter X. So, liebe Gaming-Freunde, ich habe hier, heute ist ja der 25.05.2024 und ich habe hier einen Post von Disney Dreamlight Valley auf Twitter X vom 23. Das ist also auch schon 2 Tage her. Update zu Problemen mit hoher Priorität. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Meinung zu aktuellen Problemen im Spiel gehört werden und danken Ihnen aufrichtig für die Zeit und Mühe bei der Meldung dieser Probleme. Ich weiß gar nicht, wie man das melden kann. Ich gehe mal hier weiter.
und danken Ihnen aufrichtig für die Zeit und Mühe, die Sie beim Melden dieser Probleme aufwenden. Das Tal ist so magisch wegen seiner leidenschaftlichen Community. Ja, was ich aber vermisse, ist die leidenschaftliche Arbeit von Gameloft und von, ich weiß nicht, wer das hier jetzt, ob das jetzt im Auftrag ist von Disney, ne? Also auf jeden Fall, es fehlt die leidenschaftliche Arbeit, dass Gameloft die Fehler beseitigt. Und wir möchten sicherstellen, dass wir das Richtige für Sie tun. Während wir auf unser nächsten Inhaltsupdate hinarbeiten, behandelt das Team die folgenden Probleme mit höchster Priorität. Spiel stürzt ab. Ich werde nochmal ein eigenes Video machen, wo wir uns das mal anschauen, dass gehäuft hier tatsächlich Meldungen kommen, dass Leute das Spiel nicht spielen können, dass sie den Sternenpfad nicht spielen können. Und der ist ja auch in 21 Tagen rum und dass nichts geschieht. Objekte erscheinen unsichtbar. Da muss ich tatsächlich sagen, da weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Ich habe das so in der Form noch nicht erlebt. Ich glaube, das hat viel mit Dream Snaps zu tun. Die Unfähigkeit, Ereignisquests anzunehmen, während wir die nächsten Schritte für diese Probleme auswerten, wollen wir sicherstellen, dass wir in der Zwischenzeit etwas Unterstützung bieten. Eine Entschädigung nützt uns gar nichts. Die sollen die Probleme beseitigen, weil nützt uns ja nichts, wenn wir 500 Mondsteine kriegen. Die 500 Mondsteine bringen uns ja nicht weiter. Wir versenden derzeit In-Game-Mails an alle Spieler, die helfen sollten, die Probleme beim Annehmen von Ereignisquests auszugleichen. Genau, da haben einige Leute, haben da diese, diese Buttons bekommen vom Quest mit den Muffins, mit den Cupcakes. Das hat einigen geholfen. Dazu gehören sowohl Mondsteine als auch genau die grünen Knöpfe haben wir bekommen, die zum Herstellen von Ereignisbelohnungen verwendet werden. Zweitens, Problemumgehung. Ein Problem soll nicht umgeht werden, ein Problem soll gelöst werden. Sollten Sie auf ein Problem beim Annehmen von Tagesquests stoßen oder feststellen, dass Objekte in Ihrem Tal verschwunden sind? Aha, da verschwinden Objekte im Tal. Welche Objekte sind denn das? Kann ein Neustart des Spiels nachweislich beide Probleme beheben? Wenn Sie nur auf die täglichen Quests zugreifen möchten, kann es hilfreich sein, dass zu Beginn des Spiels Ihre Spielsitzung zu starten, zu schließen und dann neu zu starten. Wir wissen zwar, dass dies möglicherweise nicht ideal ist, aber hoffen, also hoffen ist ja, ne, hat was in der Kirche zu tun, aber nicht im Spiel, dass es dabei hilft, etwaige Herausforderungen in der Zwischenzeit zu mildern. Probleme, die Ihr Erlebnis im Tal stören und Sie daran hindern, Spielevents zu genießen, sind verständlicherweise frustrierend. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, dass deren Lösung zu unserer höchsten Priorität steht. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Naja, gut. Gut, dann haben wir uns jetzt hier erstmal auf den neuesten Stand gebracht. So, Leute, das war's dann schon. Also, ihr seht jetzt erstmal, Disney oder Gameloft, denen ist das bewusst, dass es momentan ein bisschen hier viele Probleme gibt und ihr habt auch gesehen, dass ich momentan ein bisschen Probleme habe und ich werde ein zweites Video machen, wo wir uns mal die Community anschauen, was die so an Erzählungen und an Erfahrungen im Bereich der Quests hat, die nicht gehen oder eben an entsprechenden Fehlermeldungen hat. Da gucken wir dann im nächsten Teil rein. Ja, das war's schon. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.